Dieses Spiel heißt Verräter. Ich nenne dir drei historische Gestalten und du sortierst sie nach der Abscheulichkeit ihres Verrats. Brutus, Judas, Dr. Leonard Hofstetter. So, genug Big Bang Theory geschaut, jetzt zu einem neuen App-Review und heute mit dem Programm iMotion HD. Viel Spaß! iMotion HD ist eine App für die, die gerne Zeitraffaufnahmen aufnehmen möchten. Falls jemand nicht weiß, was Zeitraffaufnahmen sind, das sind Fotos, die man in einem bestimmten Abstand macht, also einem bestimmten Intervall. Und wenn man die dann verbindet, sehen die aus wie ein Stop-Motion-Film. Und die nennt man dann Zeitraffaufnahmen. Das heißt, ihr könnt auch damit Stop-Motion-Videos machen, wenn ihr Lust dazu habt oder wenn ihr sowas gerne macht. Dann zeige ich euch, wie das geht. Hier habt ihr einmal Hilfe. Hier habt ihr eure Filme. Und bei New Movie kann ich euch zeigen, wie das geht. Geht auf New Movie, dann habt ihr hier dann die Auflösung. Falls ihr Hochformat wählt, habt ihr natürlich eine kleinere Auflösung, 720x720. Und hier habt ihr 1280x720 Pixel, das ist also HD. So, unten habt ihr dann die Einstellung, ihr könnt hier euren Film einen Namen geben oder natürlich abbrechen. Dann habt ihr Timelapse, hier könnt ihr Intervall auswählen von einer Sekunde bis 5 Sekunden, 10, 20 bis ein Tag. Und natürlich könnt ihr auch manuell Bilder machen. Das macht ihr dann hier. Das Remote, das muss ich kurz erklären. Falls ihr ein iPad, iPod oder iPhone noch dazu habt, zu einem iPhone, dann könnt ihr die App iMotion Remote euch runterladen und danach könnt ihr das sozusagen ferngesteuert die Fotos machen. Und Mic könnt ihr natürlich haben, Mikrofon müsst ihr aber nicht. Was ich aber bisher in den Aufnahmen nicht gehört habe, dann, wenn ihr auf Start geht, bekommt ihr dann hier das Bild. Oben habt ihr die Pixelanzeige. Dort habt ihr, wie viele Fotos ihr habt und hier den Batteriezustand. Dann könnt ihr natürlich wieder abbrechen, Capture, das heißt Foto machen, weil wir jetzt die manuelle Einstellung haben. Und wir können dann hier auf Optionen gehen, hier das Mikro, Onion Skin, On und Grid, also Netz auch an. Und ich glaube, das ist sogar alles hier in den anderen, wenn ihr nicht manuell wählt, dann habt ihr auch noch ein paar andere Einstellungen. Und dann könnt ihr hier weitermachen. Falls ihr dann zufrieden seid mit euren Aufnahmen, drückt ihr auf Stopp und drückt dann hier auf dieses Ausrufezeichen. Werden eure Fotos bearbeitet und so sieht das dann aus. Hier steht dann die Zahl der Fotos, das geht jetzt richtig schnell mit 15 FPS. Könnt ihr es auf 1 FPS machen. Oder auf 30. Und so könnte dann zum Beispiel ein Video aussehen. Falls ihr dann mit eurem Video zufrieden seid, drückt ihr auf Export. Könnt ihr das als die Fotoserie speichern oder als eben als Video. Natürlich, wenn ihr die Vollversion habt, könnt ihr es gleich in per Mail verschicken, in iTunes speichern oder auf YouTube und anderen Seiten posten. Natürlich, wenn ihr die Videos habt, könnt ihr sie auf der iMotion-Galerie hochladen. Und ich glaube, das wäre es auch zu der ganzen App. Also die App macht mir sehr viel Spaß. Und hier kann man auch seine Zeitraffer-Künste entdecken. Das heißt, wenn man gute Motive in seiner Nähe hat, kann man auch sehr viel aus der App rausholen. Auch wenn man nur eine schlechte Qualität von maximal 1080p, das wären ungefähr, glaube ich, ein Megapixel oder zwei. Beim iPhone 4S, natürlich beim iPhone 4 weniger und deswegen empfehle ich die App und das ist eben der einzigste Nachteil, dass die eine sehr schlechte Bildqualität, nicht sehr schlechte, aber mittelschlecht, nicht so eine gute Bildqualität hat, aber sonst ist die App total zu gebrauchen und würde sie auch jedem empfehlen, der gerne zwischendurch auch Bilder macht oder sogar noch einen Schritt weiter gehen möchte. Also, und das war mein Review für heute und bis zum nächsten Mal.